Ich war wieder in der Drogerie und habe ein paar Pflegeneuheiten getestet. Und zwar zum einen von Balea die Body Cream Summer Sunset. Mittlerweile meine liebste Body Cream aus der Drogerie aktuell. Zieht super schnell ein. Der Duft ist mega gut und hinterlässt ein richtig zartes Hautgefühl. Die Tuchmaske hier von Balea, da bin ich richtig zwiegespaltener Meinung. Bei mir ist sie super gewesen, hat einen richtig schönen, frischen Glow gemacht. Phil hat die Maske aber gar nicht vertragen und hat komplett Ausschlag im Gesicht bekommen. Also passt bei der Maske am besten auf, wenn ihr empfindliche Haut habt. Balea hat ja auch das neue Duschgel rausgebracht, was ich mega gut finde. Der Geruch ist bombastisch schön und hinterlässt sogar so ein zartes Hautgefühl. Ich bin auch sehr begeistert von dem Lippenpflegestift. Macht die Lippen richtig zart und ich habe das Gefühl, dass die Lippen halt nicht abhängig davon werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es ja auch die neue Limited Edition von Essence, das Body Gel, was ich sehr schön finde. Hinterlässt so einen richtig schönen Schimmer, macht die Haut richtig zart und weich, zieht schnell ein und sieht einfach für den Sommer sehr schön aus. Und auch von Bruno Banani, von dem Body Spray, bin ich sehr begeistert, weil der Geruch sehr lange hält.